So, willkommen zurück auf meinem Kanal und wir spielen wieder Starlink. Heute versuchen wir mal die Hauptquest weiterzumachen. Und ja, das ist natürlich das Treffen auf der Equinox. Jetzt mal hinfliegen. Mal sehen, was wir von uns wollen. Wir müssen eine Schnellreise dahin machen. Glaube ich, bedeutet das? Ich weiß es aber nicht. Ich habe nur Angst, dass ich Schnellreisen machen irgendwo am Arsch der Welt lande. Zum Koop-Beitritt? Okay. Ja, ich dachte, vielleicht könnte ich den einen Controller drauf stehen lassen und auf den anderen, mit dem anderen spielen, aber das ging nicht. Vielleicht den Controller mich neben mir liegen gelassen und würde dann sozusagen mit dem Pro-Controller spielen, aber irgendwie funktionierte das nicht so, wie ich das vorgestellt habe. Vielleicht finde ich ja nochmal eine andere Möglichkeit dazu. Da brauche ich lange, um da hinzukommen jetzt. So. Unsere Prospector-Verbündeten haben eine Ladung Elektrum geliefert. Ja, du gehörst mir. Ich triffst du nicht. Das ist nicht mein Ende. Naja, aber von deinem Kollegen schon. Wo ist der Spast? So einfach ist das. So. Gucken wir mal die Equinox, was die so sagt. Die uns irgendwie helfen können bei irgendwas. Wäre ja auch nicht verkehrt. So. Los geht's. Hm. Razor? Wir waren gut, Mano. Waren wir. Das ist die letzte Probe. Es wird etwas dauern, den Kern zu analysieren. Aha, dann macht schneller. Zuschlagen, wenn sie schwach sind. Das werden wir, Rancor. Wir müssen nur erst herausfinden, woher diese Primes kommen. Und der Fox McCloud so im Hintergrund eingebaut. Ich glaube, in der Originalversion sieht man es wahrscheinlich nicht. Ach, guck mal, er hat diesen Wurm da am Hals immer noch. So wird er kontrolliert. Es ist bereit. Oh Gott, was bauen die denn da? Sieht aber nicht gesund aus. Er bleibt, bis der Zyklus komplett ist. Bislang wissen wir, der Prime ist ein Entwurf der Hüter. Er dient hauptsächlich der Elektrumsuche, das zu Nova raffiniert werden kann. Und Nova kann mehr Primes aktivieren. Doch, Grax weiß nicht, wie man aus Elektrum Nova macht. Oder doch? Sam Grant kann es. Er hat es gelernt beim Studium von Judge. Doch jetzt. Nein. Sieh, der Zyklus ist komplett. Schade, dass es nur für einen reicht. Einer wird genügen. Seine Crew leistet noch Widerstand. Doch der Dreadnought wird kurzen Prozess mit ihnen machen. Oh. Was macht er denn? Hau ab! Was ist das? Aha! Wir müssen St. Grant sofort zurückholen, bevor Grax Atlas mit Extraktoren verseucht. Razor, wir beide fliegen voraus. Oh, endlich! Wir sind nur wenige. Doch kleinere Armeen als wir haben. Ihr. Eine Armee. Hört mal,
Es ist, wie Hunter sagt. Grex wird immer stärker und stärker. Ich passe auf mich auf. Hey, das solltet ihr auch. Shade, du hast recht. Mason? Was? Wir sollten uns trennen. Alter, das ist krass. Wir sind nicht genug. Die Legion wächst. Wir müssen auch wachsen. Uns ausbreiten. Auf jedem Planeten in Atlas Hilfe suchen. Getrennt werden sie uns Mann für Mann erledigen. Nicht solange wir Starlink haben. Wir sammeln unsere Kräfte von überall in Atlas. Je mehr es von uns gibt, desto stärker ist jeder von uns. Genau. Und so bekommt jeder seine eigene Geschichte. Die Hüter retteten uns. Sie zeigten uns den Weg zu den Sternen, führten uns aus einem Leben in Dunkelheit. Und was sind wir jetzt? Verloren. Ich habe den Schlüssel. Wir erlösen die Unwürdigen. Ich schicke euch vor. In den Dreadnought. Nur ein kleines Raumschiff. Wie es die Hüter wollten. Wir opfern die Welten von Atlas dem Abbau von Elektron. Was habe ich getan? Das war ein kleiner, da ist das richtige Raumschiff. Eieieiei. Immer noch nicht, wo die Primes herkommen. Aber mit den Daten des Kerns können wir jetzt sehen, wo sie am Ende landen. Gut, denn es sieht so aus, als wären noch zwei Primes gelandet. Um den Fortschritt verfolgen zu können, hat jeder Planet einen Allianz-Tracker erhalten. Er sagt uns, wie sehr jeder Planet verseucht ist und wie viele Verbündete wir haben, um sie zurückzuschlagen. Und was bedeutet das, wenn eins der Prime-Symbole irgendwie ausflippt? Weil das im unteren Teil gerade komplett ausrastet. Stimmt. Der Prime-Alarm auf Vylis, er ist weg. Okay. Wahrscheinlich die Levelanzahl, ne? 4 bis 9? Wo wollen wir hinfliegen? Handelssektor leicht. Machen wir erstmal den hier. Hier, Fertling. Fortsetzen. Was ist passiert? Ist der Prime weg oder was? Wir sollten es uns ansehen. Vielleicht ist da draußen jemand. Deine Entscheidung. Nicht vergessen, auf die Sternkarte zu sehen. Unsere Armee muss schneller wachsen als. Dann nehmen wir den. Und mit dem Ali. Ich glaube, wir nehmen den unteren hier, oder? Lockt der nicht mehr? Tracker können wir uns gut auf dem Laufenden halten. Wir geben dich nach Wireless, okay. Und Hyperantrieb. Okay, das dauert immer ein bisschen, bis man da ankommt. Das ist ein bisschen blöde gemacht. Aber nachher kann man ja die Schnellreise nutzen. Da muss man nicht mehr zu jedem Planeten einzeln fliegen. Was natürlich sehr praktisch ist. Outlaw-Hyperraumfalle im Anflug. Zack, und gleich in die Falle geraten. Was haben wir denn hier geschnappt? Ich hab dich im Visier. Oh, das sah schmerzhaft aus. Na, aber für mehr für dich, würde ich sagen. Oh Mann, sind die schnell. Das geht leider nicht. Ich bin bereit. So. Komm, nimm das. Oh. Ich werde verfolgt. Ach, das ist Zeitverschwendung. Weg hier.
Wir scheinen ihre Aufmerksamkeit zu haben. Tschüss, Alter. So. Wir müssen nicht in die Felsblöcke fliegen. Ist auch schwierig durchzukommen, ohne irgendwas zu berühren. Aber eigentlich so schwierig. Outlaw-Hyperraumfalle im Anflug. Das sind auch fiese Fallen, die wir da haben. Oh. Und trotzdem raus, ne? Hyperraumfalle umgangen. Bereich sicher. Hab ich super gemacht. Okay. Boah, da kommt ein fetter Block auf uns zu. Also, ich habe mir einfach mal so, schätzeshalber, die Vergleich anguckt zur PlayStation 4 und zu dieser Version. Also die PlayStation 4 sieht natürlich sehr viel besser aus, muss man einfach sagen, neidlos anerkennen. Aber so übertrieben schlecht sieht das eigentlich gar nicht aus gegenüber dem Rest hier. Eigentlich ganz gut gemacht. Also man muss keine Angst haben, dass man, wenn man die Switch-Version kauft, okay, dass man... Das Reinzoomen ist auch ein bisschen nervig. Oh oh. Autsch, das tat sicher weh. Geht so. Ja, abhauen hier. Versuchen wir mal. Haben wir Glück gehabt. Nein, gleich die nächste Falle. Outlaw-Hyperraumfalle im Anflug. Oh. Wen rekrutieren wir als nächstes? Hättet ihr gerne einen Dino-Bro? Einen Pflanzenmann? Oh nein, nicht in die nächste Falle. Ich glaube, du solltest sie nicht Pflanzen nennen. Ich wurde schon Schlimmeres genannt. Es muss schnell gehen, egal wen wir finden. Die Legion wird stärker. Erst die Stoßtrupps, dann Extraktoren, Shit. Erst Primes. Ich glaube, unser nächstes Ziel wird der härteste Brocken. Moment, dort draußen soll es noch etwas Größeres geben? Theoretisch ja. Die Quelle dieser Primes muss gigantisch sein und wahrscheinlich in... Mann, wo bist du denn da? Also, kommen die Primes aus einem großen Schiff? Wieso sehen wir es nicht? So groß es auch ist, es im Weltraum zu finden heißt, einen Kiesel im Asteroidengürtel zu suchen. Das wird nicht leicht. Das stimmt. Ah. Ich muss weg. Erwischt. Da ist noch einer. Schwein, du bleibst hier. Das hier ist den Ärger nicht wert. Nö. Wir. Was willst du denn noch verduften? Bist du heute tot? So. Wir sind schon Level 10 jetzt. 7 schon. Naja, was schon. Erst. Alter, wie viele Fallen kommen denn hier immer? Das nervt. So, komm rein. Konnte ich gar nicht mehr ausweichen. Gefällt dir das? Ich will leider nichts. Das sah schmerzhaft aus. Ah. Ich glaube, würde ich auch abhauen. Wir sehen uns wieder. Warte nur. Offenbar sind Sie sauer geworden. Das sagen immer alle zu mir, ne? Wir sehen uns wieder, bis dann und so, aber ihr habt ja doch keine Chance gegen mich, Fox McCloud. So. Gucken wir mal. Wir gehen in eine Wireless-Geisterjagd. Ja, müssen wir gucken, ob wir den Prime hier finden können, denn rein theoretisch ist er ja verschwunden auf dem Radar. Wenn wir schon. Jetzt geht's runter. Wie sieht das aus, Leute? Ich bin auf Wireless. Ich muss also die Extraktoren ausschalten, um den Prime zu finden. Negativ. Sieht aus, als wäre hier alles im Schlafmodus. Aber Sage hat den elektrischen Puls des Prime empfangen, als er ausging.
Ich platziere dort einen Wegpunkt. Direkt loslegen. Das gefällt mir. Und hier raus sammeln? Gewöhnliches Material. Okay. Warte mal. Kurz rein. Ein bisschen Kohle sammeln zwischendurch. Das ist nicht das Schlechteste, ne? Kann ich rüberfliegen? Noch ein Hüterturm. Ist markiert. Vielleicht können wir ihn später freischalten. Reiget. Hier riecht es wie zu Hause in Slippys Zimmer. Das sind Gallteiche. Dieses betonte Aroma ist eine bakterielle Reaktion, die eines Füller an seltenen Mineralvorkommen abschüttet. Den machen wir mal auf. Na gut, wie du meinst. So, das ist doch gut. Hüterkern 3. Neue Mod eingesammelt. Mal reingehen direkt. Also Mods sind immer ganz wichtig. Deswegen lass uns die mal gleich... ansetzen. Erstmal unsere Pilotenfähigkeit. Der Höhegang. Und dann, unsere Waffen. Waffen. Ich hier drüben. Waffenmods. War der schon besser? Und den nehmen. Jetzt muss sein von Evaluationsresistent. Vielleicht besser so. Also lassen wir sie mal suchen. So. Wo ist er denn hin? Hey, da ist ein neuer. Attacke! Erwischt! Hey. Ah ja, die sind ja 10. Level 10 ist schon hoch, oder? Ja, ist Level 7. Starlink-Datenbank aktualisiert. Netter Versuch. Oh oh. Bitte zu dir. Ohne Gegner, bitte. Komm. Wir schaffen das noch. Erfahrungsbooster, okay. Mann, Mann, Mann. Hier müssen wir schon aufpassen. Hier sind die Gegner nicht mehr ganz so leicht wie im ersten Gebiet. War ja noch ein bisschen easy, aber hier ist wirklich. Aber Sachen kann man ja sammeln, ne? So, Reichweitenverstärker. Das klingt doch gut. Mal rein, ganz kurz. Hüterbooster, 20% Elementar. Handling. Schönes Schiff. Ich glaube, das nehme ich mir.
erwischt! Oh. Oh. Woanders hin. Ich sehe den Prime, aber er bewegt sich nicht. Hey, hallo. Hier drüben. Hey, okay. Hast du ganz allein diesen Prime erledigt? Wir haben vereint gekämpft. Doch nur ich habe überlebt. Das ist hart. Tut mir sehr leid. Ich brauche kein Beileid. Ich muss mein Schiff reparieren. Eines der Monster ist entkommen. Kein Problem. Das kriegen wir schon hin. Halt. Reparieren. Das wird gehen. Jetzt muss ich einen Brechergiganten aufspüren. Cool. Das war keine leichte Zeit. Ich werde mich um den Giganten kümmern. Wird das klappen? Dafür lebe ich. Gut. Dann könnte ich Ihnen die letzte Ehre erweisen. Einfach in mein Arsenal kommen, wenn der Gigant besiegt ist. Okay, wo ist der Gigant? Habt ihr das gehört? Sie ist genau die Art Rekrutin, die wir brauchen. Erstmal sehen. Bleibt dran und sagt uns, was ihr findet. Halt, wir haben ein paar Mods gesammelt. Kurz mal reingehen. Irritiert immer so mit den ganzen Mods, ne? Aber... Leider haben wir auch keine besseren Mods, die hier, ne? Nö. Ah, warte. Reichweitenverstärker. Gut. Ich würde sagen, den Giganten erledigen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.